So Leute, und da sind wir wieder mit Tamaluga. Jaha, das ist jetzt im Moment ein bisschen Abfuck hier, weil wir finden einfach nicht den richtigen Weg zu Happy. Unserer den Weg schon, aber Hasenfreundin. Wir finden nur nicht die Lösung, wie wir sie ausholen können. Okay, Sönke, wenn du gehst, solltest du nicht reden. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen hoch, sonst aber der dich wieder voll. Ja, ich laufe ja schon hier so. Ich glaube, dieser Schalter hat irgendwas bewirkt. Oh mein Gott, aber was? Okay, ich denke mal, dass er bei dem großen Bären da hinten den Boden repariert hat. Ja, wo war das jetzt? Hier runter, ne? Oder dadurch? 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 Dadurch. Muhahaha. Du altes Opfer, ich hab dich gekriegt. Haha. Bam und bam und was und jetzt. Dankeschön. Sehr nett von dir. Das scheint mir der Schlüssel für die Kerker zu sein. Vielleicht kann ich ja damit ein paar Gefangene befreien. Hilfe, warum hilft mir dann keiner? Ich habe solchen Hunger. Happy, ich bin hier unten. Ich bin gleich bei dir. Tabaluga, ich wusste, dass du kommst. Komm würdest. Ja, beeil dich bitte. Ja, super. Sehr freundlich von dir, dass du mich so herzlich empfängst. Ausrüsten. Ich bin dabei. Ich war noch nicht so weit. So, jetzt gehe ich einfach erstmal hier zu Happy. Oh, nein, ich meinte jetzt in diesen Raum, der da bei Happy ist. Das war so geplant, das haben wir extra gesagt. Genau. Um euch zu verwirren. Danke, danke, dass du mich befreit hast. Und er bleibt drin, oder? Nein, er geht raus. Fuschelle, Shami, Yami. Ja. Hey. Happy sein Lied. Würde er jetzt passen, wenn sie Hunger hat. Fuschelle, Shami, Yami. Was? Egal. Ja. Du bringst mich ein wenig durcheinander. Ja, ich bin doch schon da, meine Güte. Jetzt laber mich nicht wieder voll, sonst lasse ich dich da in deinem Kerker versauern. Endlich bin ich wieder frei und kann zurück in mein Dorf gehen. Zum Dank gebe ich dir diese Schneeschuhe. Wunderbar, jetzt kann ich im normalen Tempo über Schnee laufen. Aber nur, wenn ich sie ausgerüstet habe, soweit ich weiß. Das ist ein bisschen doof. Deswegen befreie ich hier jetzt erstmal auch das... Den Widder! Boah, ja, ich bin Sternzeichen-Widder. Das ist cool. Kriege ich von dir auch noch irgendwas? Immerhin. Nein, natürlich nicht. Unblödes Herz. Ja, toll, das bringt... Toll, das bringt gerade auf was. Dann hätte ich ihn auch drinnen lassen können, wa? So sieht's aus. Ich hätte deinen Spruch geklaut. So sieht's aus. Ich bin böse. Ha! Ich klaue Sprüche. Okay, das ist jetzt schon wieder Abfuck. Also ich habe früher 3 Stunden gebraucht, um zu Happy zu finden. Oh, jetzt waren es gerade mal 3 Minuten, wa? Schenkelklopfer, herzlichen Glückwunsch. Schenkelklopfer für Beinamputierte. Macht irgendwie keinen Sinn. Dim. Okay, ich hab den falschen Schlüssel ausgerüstet. Ich behalte den jetzt auch einfach, weil ich denke mal, dass ich einen ganz anderen Weg zu Happy nehmen muss. Das ein Weg ist, der hier übers Blaue führt. Von den blauen Bergen kommen wir. Unsere Lehrer sind genauso doof wie wir und so weiter. Die Lehrer sind ein bisschen doofer wie wir, ne? Also. Ja. Ja, Leute. Wenn das so weitergeht, dann beenden wir den Part gleich auch schon wieder und dann haben wir Happy immer noch nicht gefunden. Für Universalschlüssel ausrüsten. Ich nehme jetzt den Universalschlüssel. Logisch, ne? Geh hier durch, geh hier lang. Grau für Uni. Geh hier lang. Und hol mir eine Münze, die mir nichts bringt. Im Moment.
Moment, aber... So, gucken. Nee, das... Doch, das ist... Hier. Da laufe ich rutschig. Jetzt rüste ich meine Schuhe aus. Und lauf normal darüber. Zwar langsam, aber... Er läuft normal und schlittert nicht so. Aber jetzt rüste ich meinen Universalschlüssel wieder aus, weil... Die Schuhe können wir euch empfehlen im Winter. Ja, vielleicht gibt's sowas auch als Fahrradreifen. Oh mein Gott, was habe ich hier vielleicht gefunden? Als Autoreifen. Arktos, oh. Wie hieß er jetzt? Schuhu, Tabaluga. Ja, genau. Mhm. Richtig. Mhm. Ja, ja, sicher. An Kim Paku nachdenken. Mhm. Ja. Ja, Sönke. Oh mein Gott, ich brauche dafür wieder einen anderen Schlüssel. So wird man wenigstens... Oh, ey, wo ist Erden geblieben jetzt? Das ist... doof. Klau mal seine Kugel und wirf die kaputt. Oh, ich hätte meine Schuhe ausrüsten sollen. Jetzt rutsche ich hier die ganze Zeit. Figaro, 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 Figaro. Ich will mal den Hauptschlüssel einsetzen und nicht den Uni. Das ist Zellenschlüssel, aber vielleicht bringt er ja was. Schauen wir mal. Nein, er bringt nichts. Aber ich glaube, da geht's noch weiter lang. Nein. Ist ja doof. Tönt ja voll ab. Dann gehen wir hier jetzt wieder runter. Rüsten den anderen Schlüssel aus. Ja, so sieht's aus. Dim. Dim, dim. Dim, dim. Hier waren wir schon. Ja. Hier auch, aber wir gehen hier nochmal hin, weil es so schön war. So sieht's aus. Ey, da könnten wir jetzt eine Challenge draus machen. Wir setzen einfach die Parts hoch, die wir jetzt schon haben. Und wer uns sagt, wie es jetzt zu Happy geht, der bekommt ein Meet and Greet mit uns. Für Hinreise müsst ihr selber aufkommen. Weil wir kein Geld haben. So sieht's aus. Also wer Interesse hat und Kohl und schickreich ist, ab sofort in Zug setzen. Oder August Feen, wir holen euch ab. Ja, vom Bahnhof. Ja, August Feen ist ein kleines Dorf, mitten in Niedersachsen, oder? Nein, ziemlich... Ammerland. Nördlich. Ja. Auf jeden Fall, August Feen ist ein kleines Dorf und hat einen Bahnhof. Was cool ist. Ja, man sagt immer, August Feen hat alles, aber Apen hat August Feen. Das ist ein bisschen doof, aber... Ey, Alter... Kann nicht, ich hab letztens gesehen, da stand da auf dem Abendschild August Feen 4 drauf. Haben die draufgeklebt mit so Klebeplakate, wo drauf steht August Feen 4, dann haben wir es auf jeden Abendschild draufgeklatscht. Abend, August Feen 4. Auch nicht schlecht. Ist mir noch nicht aufgefallen, ich bin nämlich den ganzen Tag arbeiten. Okay, da sind wir jetzt gerade rausgegangen, das wollten wir ja nicht. Ja, das war vor ein paar Jahren, aber meine Apen wieder runtergerissen, aber egal. Ja, Apen ist sauer auf August Feen, weil August Feen böse ist und Apen beschissen. Du, dann müsst aber mehr Leute, die in August Feen wohnen, nach Apen schicken, wo Idioten wohnen. Ja. Wenn wir hier in August Feen idiotenfrei sein wollen. Ja, ich glaube, wir beide müssen als erstes gehen. Glaube ich nicht. Doch, schon, aber soll ja keiner wissen. Leute, langsam. Jetzt hast du es aber gesagt, du bist ja blöd. Ich hole gleich das Arbeitsamt. Das bringt uns aber auch nichts, wenn wir das Arbeitsamt herholen. Und jetzt finden wir den Weg da drunter zu Happy. Da wollen wir ja gar nicht hin. So, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Da finden wir wieder nichts. Und dann finden wir wieder den Weg da, den daneben. Das heißt, dann gehen wir da jetzt durch. Und gehen dann hoch. Okay, das verarscht. Ist auch falsch. Na gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Und kommen wieder oben raus. Schnappen uns den Uni. Dann schnappen wir uns den anderen Schlüssel. Den Uni. Ey, wir hätten eigentlich schneiden. Wir schneiden vielleicht. Nein. Nein, auf jeden Fall nicht. Ich zeige euch den Part ganz. Gehen wir jetzt hier einfach lang und wenn ich den Weg jetzt finde, dann drehe ich wohl durch. Okay, da bin ich schon wieder fast. Ey, ich verzweifle gerade an mir selbst. Ja, da hilft nur
Hand an das Kinn und ganz streng nachdenken. Hand ans Kinn und nachdenken. Denken fällt mir schwer, sogar sehr. Aber reimen, das kann ich. Das macht er aber nur unterbewusst nicht. Wenn er reimen soll, dann haut's nicht hin. Nö, nee, dann passt das nicht. Das ist alles kacke. Dann ist das wie ein Schuss in den Ofen. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wer weiß, wo das herkommt, der Krieg. Gar nichts. Aber wir beenden jetzt erstmal den Part hier und ich glaube, ich suche jetzt einfach weiter. Und wenn wir euch gefunden haben, dann holen wir euch wieder zu. Hauen Sie rein. Tschüss. Nein, machen wir nicht.